Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stellaris Fluch nach vorn, wo wir einer Menschheit zusehen, die sich von der Erde emanzipiert hat, weil diese in die Luft geflogen ist und jetzt versucht, im Weltraum unter ähnlichen weltraumfahrenden Völkern sich zu behaupten und hoffentlich nicht von irgendwelchen Schwarmbewusstseinen aufgefressen zu werden. Wir haben das letzte Mal gestoppt, als wir bei der Rückeroberung von Alexandria zugeguckt haben, auf der drei Kaiju frei rumlaufen. Und dann wollen wir jetzt mal schauen, wie dieser Kampf ausgeht. Ja, der ist halb, der wird gerade mal so ein bisschen angenagt und die sind alle schon für Urlaub. Bereit für Urlaub, bereit für die Insel quasi. Aber hier, sagen wir mal, das hier ist Godzilla, Godzilla ist weg. Bleiben noch Rodan und Mothra übrig. Okay. Ja, siehst du, geht doch. Wenn man schnell stellt, dann geht's auch schneller. Plopp. Und Nummer 3, Mothra. Tschüss. Planet conquered. Super. Verwüstung 4%. Okay, das ist durch die Kämpfe passiert. Das ist für Kaiju-Angriff ist das eigentlich noch ganz okay. So, bauen wir hier mal auch Roboter. Irgendwie irgendwelche Merkmale. Was ist das hier? Kristallminen können wir hier bauen. Können wir Kristallminen bauen? Nee, können wir nicht. Naja, dann lassen wir das halt. Okay, ihr geht nach Hause. Gut. Dann können wir immer noch ein paar Schiffe bauen. Wir bauen momentan keine Schiffe. Im Grunur-System haben wir noch keine gebaut. Das sind 14, das sind also 64. Und dann brauchen wir noch 8 Korvetten. Oh, können wir uns gerade nicht leisten, okay. Aber dann haben wir auch schon mal so ein bisschen eine Flotte. Oh, großartig. Bin ich gespannt, wie die isolationistischen Xenophoben reagieren, wenn in Rondore plötzlich das Schwarmbewusstsein rumläuft. Bin ich schon sehr gespannt. So, hier haben wir einen weiteren Bauplatz. Was waren hier noch die Merkmale? Ach so, hier haben wir gefährliche Tierwelt und unpassierbares Gebirge. Generatordistrikte, Bergbaudistrikte, Bergbau, Landwirtschaft und Pilzhöhlen. Würde ich fast mal sagen, sollten wir eigentlich noch ein paar Generatordistrikte bauen. Und wir brauchen einen neuen. Macht die gerade was? Gucken wir mal, ob wir noch einen. Wir haben hier noch einen wahnsinnigen Forscher mit Gehirnschnecke. Satayesh Kaderi. Die werden wir hier mal in die Feldforschung stecken. Colony founded. Und Bernhards Stern ist fertig mit Sargans Welt.
So, hier wollten wir also hauptsächlich Forschungsdistrikte hinbauen. Goodie. New technology discovered. Entfernung vom Gebirgszug. Okay, das können wir auch machen. Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit, ökologische Anpassung, Wachstumsgeschwindigkeit, Sternenbasenkapazität könnte sehr hilfreich sein. Aber ich nehme mal die Wachstumsgeschwindigkeit. So, das sind 2,9 und nochmal 800, das sind 3,7. Und ihr habt 5000, das heißt, das kann ich immer noch nicht erobern. Beziehungsweise da die Kreatur weghauen. Monatlichen Handel habe ich nicht, aber alles ist im Positiven. Das ist sehr gut. New technology discovered. Okay. UV-Laser, sehr schön. Okay, was können wir technology discovered. Das ist am billigsten Hilfsfeuerkontrolle oder Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit. Ich meine, jetzt haben wir bald schon alle Welten besiedelt, ob wir da noch groß Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit brauchen, sei dahingestellt. Dann haben wir hier Hyperantrieb 2, nehmen wir den mal. Und hier unten könnten wir endlich Kristallminen bauen. Machen wir das. Archäologen haben immer mehr versteinerte Überreste im Tal entdeckt und es werden bislang 26 verschiedene Spezies gezählt, von denen keine auf Neukempler heimisch war. Jene Fossilien, die ausreichend erhalten waren, um die Todesursache zu bestimmen, weisen alle auf ein psychisches Trauma hin, das durch Klingen, Speere oder Pfeile verursacht wurde. Kein einziges Exemplar scheint von modernen Projektilen oder Energiewaffen getötet worden zu sein. In der Nähe des Taleingangs wurden die Ruinen einer kleinen Struktur gefunden. Sie scheint aus dem gleichen Zeitraum wie die Fossilien zu stammen. Vielleicht kann diese etwas Licht ins Dunkel bringen. Okay. Schauen wir mal. Du kannst mal upgradet werden, weil du bist soweit vollständig. Die kooperative Forschung finden wir gut. Ratsveto einführen, das finden wir schlecht. Trost der Gefallenen finden wir gut. Arbeitnehmerrechte widerrufen finden wir schlecht. Fremdfinanzierte Fallbeuterei finden wir schlecht. Construction online. Okay. Oh, wir können ein Relikt aktivieren. Das machen wir mal. Dann gucken wir mal, welche Welt wir hier. Gucken wir mal. 100%, 88%, 88, 178%. Aha, wegen den räuberischen Pflanzen, okay. 88, 78. Weil da die Kempler drauf sind. Aber ich glaube, die machen wir mal zuerst. Was ist der Bergbau? Bergbauwelt, ja. Unglaublich. Okay, jetzt haben wir auch wieder von diesen Nubaol da drauf. Sehr gut. So, wie viel? Das ist jetzt 100%, trotzdem minus 10. Bewohnbarkeit. Und hier könnten wir auch Sozialforschung machen, sehe ich gerade. Das heißt, hier könnte auch wieder das eine oder andere Forschungslabor hingestellt werden. Sobald wir das dann machen können. Okay. Genmanipulierte Feldfrüchte. Wir können hier die Flotten größer machen. Da hätten wir Flotten mit 40 drin. Ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Dann eine Flottenakademie könnten wir bauen und Logistikbüro, ist ja auch nicht schlecht.
glaube, Flottenakademie macht, dass wir mehr Schiffe haben können. Und das ist erstmal wünschenswert. Auch wenn uns momentan so das Geld ein bisschen wegschwindet, was schade ist. So, also du warst hier hinten, kannst du mal hier hin, zack. So, Produktion, Forschungsstation um 20% erhöht. Das klingt doch gut. Okay, wer ist gestorben? Admiral! Admiral Malik ist gestorben. Wie schade. Das wird immer noch... Achso, wir haben gerade zu wenig Legierung auf Lager, sehe ich gerade. Wow. Das ist aber eine coole Welt. Fleet upgraded. Okay. Immer noch 1,9. Naja. Im Atlantiksystem können wir noch 10 Flottenplatz. Atlantik. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das sind 10. Dann sind wir wieder über dem Limit, aber das macht erstmal nichts. In Alexandria haben wir zu viel einen Spezialisten. Okay. Können wir jetzt denn endlich Forschungslabor bauen? Ja, können wir. Gut. New technology discovered. Zeit und auf Neukempler. Was hatten wir da noch? Generator, Bergbau. Okay. Gut. Kreuzer. Wir könnten Kreuzer bauen. Kreuzer wäre eine Sache. Ja, oder Nebelraffinerie. Kreuzer. Größere Schiffe ist immer gut. So. Cool. Oh, was ist los? Kein Geld. Okay. Dann Incoming Transmission. Fangen wir mal an, Zeug zu verkaufen. Und zwar 20 Nahrungsmittel. Oder sagen wir 15. Und 20 hiervon. Das sollte erstmal reichen, oder? Immer noch minus 1, ist nicht gut. Die Ausgrabung des antiken Bauwerks in der Nähe des Taleingangs verläuft nach Plan. Es wurden viele Artefakte gefunden, von denen die meisten Variationen von Jagdwaffen und Trophäen zu sein scheinen. Ein teilweise übersetztes Zeichen, das den Namen der Struktur zu bezeichnen scheint, lautet Tal von Magwael, Jägerloge Primus. Kurios. Okay. Unabhängigkeit garantieren. Das Hisma State sieht die fortwährende Unabhängigkeit des Überlebenskomitees der Terraner als Vorrecht an. Wir sind darauf vorbereitet, uns formell dieser Sache zu widmen. Die haben überwältigende Flottenstärke und wollen meine Unabhängigkeit garantieren. Das finde ich gut. So. Wie sieht denn das jetzt eigentlich aus hier? Also das ist nicht mehr ganz so schlimm. Wir sind immer noch alle überwältigend, aber hier rücke ich langsam auf. Also das, jetzt sind schon 3 unter mir, was die Flottenstärke angeht, denke ich mal. Flottenstärke bin ich überall noch gleich. Aber was soll's. So.
Mehr Energy Credits, verbesserte Forschungslabore, davon habe ich noch zu wenig. Wir machen mal die Sensoren, weil die sind am billigsten. Und hier bräuchten wir dann auch bald... Hier könnten wir so ein Energienetz noch hinbauen. Das können wir auch machen. So, und hier bauen wir auch eins. So. Siehst du, sehr gut. So. Was wir allerdings mal machen müssen, ist hier einen Gesandten hinschicken, und zwar Olive Shoot. Als Vertreter des alten Volks der Baol schicken wir ihn mal, um unsere kosmopolitische, glaube ich, Gesinnung zu symbolisieren. Okay, so, und was brauchen wir noch? Wer mag uns nicht und ist die drei? Die mögen uns eh nicht, egal was ist. Und die anderen finden uns alle ganz, ganz lustig. Okay, die Hifner sind unsere direkten Nachbarn. Wir haben Kriegsgründe gegen die und umgekehrt. Das sind alles unglaublich unsympathische Bewohner hier. Das, die Metok sind xenophobische Isolationisten, also Rassisten im Prinzip. Dann die Rescheti sind hegemonische Imperialisten, das heißt, die können uns jederzeit erobern wollen. Hisma ebenso. Jibro Star Dynasty, die sind sogar versklavende Despoten. Das sind die hier, die lustigen Pilze, die aussehen wie keine Ahnung was. Ja, und dann hier gelehrte Erkunder, aber die sind natürlich erbärmlich. Okay, dann machen wir mal Beziehungen verbessern. Und Handelsabkommen anbieten. Flüchtige Teilchen. Nee, die kriegen mal ein exotisches Gas pro Monat. Monatlich ist. Und davon 10, so. Ach, 9, 10. So, dann werden sie uns bald mögen. Gut. So. Ach so, Hifna und Hisma sind verschiedene, okay. Das waren die... New Technology discovered. Die Schwarmbewusstsein-Affen. Und das hier waren die Pilz-Imperialisten, okay. Siehste Logistikbüro, sehr gut. Und das bedeutet, wir können unser Verwaltungslimit um 5% erhöhen oder Nahrungsmittelzentren bauen. Brauchen wir eigentlich nicht. Verwaltungslimit klingt gut. Und dann können wir hier das ist eine Bastion, okay. Das bauen wir die hin. Das erhöht uns dann nämlich nochmal wieder die Ressourcensilos. Okay. erhöht uns nochmal die Schiffskapazität die insgesamt. So. Gravitationssensoren, neue Forschung. Wurmlochreise, das wäre eine neue Art des Reisens, das wäre gar nicht schlecht. Hilfsfeuerkontrolle könnten wir vielleicht in die Schiffe bauen noch oder den Energienexus, aber ich glaube, ich will die Wurmlöcher haben. Wer weiß, wann uns das wieder angeboten wird.
Ethikänderung bei den Rescheti. Nach einer andauernden Phase wachsenden Zuspruchs für die Rescheti Supremacy Movement hat Allied Rescheti States die Fraktion schließlich akzeptiert und ihre Kernprinzipien und Richtlinien angenommen. Als Folge der Integration dieser Fraktion in ihre Regierung sind sie dann auch nicht xenophobischer geworden. Das ist jetzt sehr schön. Stopp. Weitere Ausgrabungen in der Nähe der Jägerloge deuten darauf hin, dass neue Kempler und insbesondere das Tal von Magvale als Jagdreserve für mehr so Reservat, glaube ich, für die herrschende Kriegerklasse einer interstellaren Gemeinschaft war, die als Retarax bekannt war, diente. Was ein Satz, echt, Leute, ey. Die Retarax, eine räuberische Vogelart, sammelte in regelmäßigen Abständen zufällige Individuen aus vielen unterworfenen außerirdischen Zivilisationen unter ihrer Herrschaft ein. Die Außerirdischen wurden dann in der Wildnis von Magvale gejagt und getötet, gemäß den Ritualen, die die Retarax beherrschten. Diese Tradition dauerte mehrere Jahrhunderte, bis das Reich schließlich einer nicht weiter definierten Bedrohung nach außen erlag. Kurios. Okay. Geht immer noch weiter, ne? Ja. Durch harte Arbeit und Erfahrung hat Generaldirektorin Irina Kasakova neue Eigenschaften entwickelt. Sehr gut. Wir brauchen mehr Geld. Verkaufen wir. Blub. Konsumgüter. New technology discovered. Mehr Verwaltungslimit. Sehr gut. Immer gut. Bewohnbarkeit brauchen wir nicht mehr, da wir quasi schon Discount-Gaia-Transformation haben hier. Kriminalität minus 15%, Dienstleistung plus 5%. Diplomatische Bedeutung, ökologische Anpassung. Diplomatische Bedeutung, glaube ich, machen wir mal. Und dann haben wir hier, irgendwas wurde zugestimmt, ist mir auch egal. Warum minus 7? Was soll das denn jetzt? Ich habe doch gerade was gekauft. Ach so, weil ich... Construction online. So, jetzt gibt's Kreuzer. Sehr gut. Wir können, das heißt, in jede Flotte können wir dann bald einen Kreuzer bauen. Oh, das vengralische Triumvirat. Warte mal, da muss ich eine Stimme mir basteln. Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Distributoren. Möchtet ihr der Familie des Triumvirats beitreten? Zeigt uns eure Waren. Wir bieten euch Etagenbetten der Marke Trium. Diese innovativen, platzsparenden, stapelbaren Schalgefäße erhöhen den Wohnkomfort von planetaren Häusern und ermöglichen es, mehr Köpfe pro Quadratmeter unterzubringen. Für alles für einen sehr geringen Preis von ein Forschungsschiff ohne Co. Wir brauchen sie nicht, nein. Eine einmalige Lieferung zu einer einzelnen Kolonie. Etagenbetten halten garantiert 80 Jahre und nicht länger, erhöht die Wohnung um plus 10% für die Dauer. Also das ist... Wir haben momentan ein Forschungsschiff, das dumm herumsteht, mindestens. Zum Beispiel das hier. Nee, das ist das hier. Den schicken wir mal nach Hause und machen abgemacht, weil was soll's. Okay. Womit war Francis beschäftigt? Das war nicht die, die gerade was ausgegraben hat, ne? Doch, toll. So. Okay, Stadtdistriktwohnung, sehr gut. Mehr Wohnungen ist immer gut. So, in Sagans Welt können wir ein Gebäude bauen. Natürlich kein Forschungsgebäude, obwohl das unsere Forschungskolonie werden soll. Aber das muss dann, ups, halt noch ein bisschen warten. Und ich habe immer noch den Effekt auf der Stimme. Das wollte ich doch eigentlich ausmachen. Okay, jetzt. Gut. So.
Das wird immer noch nicht reichen. Aber mittlerweile haben wir die 5000 zusammen für die da. Berichte aus Thalassa informieren uns darüber, dass einige Einwohner die Kolonie verlassen haben, um der Vengralian-Triumph-Flotte beizutreten, die durch unser Territorium fliegt. Anscheinend wurden sie von Abenteuerlust oder dem berauschenden Aroma. Ein Bewohner verlässt Thalassa, naja gut. Dem berauschenden Aroma von rohen Merkantilismus angelockt. Okay. Wenn das nur Neoliberale sind, dann soll es mir recht sein. Ja, okay. Blub, 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 blub. So. Dann würde ich fast mal sagen. Oh, wir können wieder. Und hier, da 10, da 10. Nehmen wir mal diesen Admiral Cyanpot. Okay, was nun? Wissenschaftsabteilung. Die Anzahl der Wissenschafts- und Sanitätsoffiziere des Flotten ist erhöht worden. Diese Offiziere hat man in einer besonderen Wissenschaftsabteilung organisiert. So, eine Schätzung, Forschungsalternativen um 1 erhöht. Oh, sehr gut. Forschungsalternativen ist immer gut, weil die werden immer zufällig gezogen. Ist nicht wie bei Ziff, dass du dich an jedes Mal den gleichen Forschungsbaum halten kannst, sondern hier wird es immer zufällig bestimmt, was dir überhaupt angeboten wird. So, jetzt können wir in Sol, in Atlantik und in Grunur jeweils noch einen Kreuzer bauen. Und schon wieder ein toter Wissenschaftler, aber dann nehmen wir Salvatore und setzen ihn dahin. Der ist ja von seinem Schiff geflogen. New technology discovered. So, diplomatische Bedeutung, sehr gut. Oh wow, also Lebensdauer nochmal um 10 Jahre erhöhen für unsere Anführer und Einwohner. Kleinere Artefakte rekonstruieren, das heißt wir können, wenn wir Artefakte finden bei archäologischen Grabungen, können wir versuchen die Retro zu engineeren und dann da Technologie rausholen. Das ist sehr praktisch. Flottenkapazität von Soldatenjobs, das ist, je mehr Festungen wir auf Welten haben, desto mehr Schiffe können wir haben. Wir sind aber momentan eh noch nicht an Kapazität. Ich würde mal sagen, machen wir das, weil oder machen wir die Lebensdauer. New technology discovered. Und Wurmlochreise haben wir. Okay. So, was ist am billigsten? Das hier. Produktion, Forschungsstation. Aber wir machen kalte Fusion. Das ist ein Traum der Menschheit in 50 Jahren. Wirklichkeit. Fleet upgraded. Okay. Dann haben wir die beiden Flotten upgegradet. Und dann kommt die hier dran. Also 4 sind 80, 4 sind 84 und nochmal 4 sind 88. Das heißt, dann bin ich schon wieder über Kapazität. Oh, Rescheti-Flüchtlinge treffen ein. Eine Flottille von Ziviltransportern mit Rescheti-Flüchtlingen vom Yalon Order ist in unseren Raumbereich eingetroffen. Sie haben Erlaubnis erhalten, sich auf Alexandria niederzulassen. Diese unglückseligen Vertriebenen wurden von den Yalon-Behörden gewaltsam aus ihrer Heimat verjagt. Seitdem ziehen sie von System zu System und suchen verzweifelt nach einem neuen Zuhause, bevor ihnen auch die letzten Vorräte ausgehen. Okay, wie viele kriege ich denn? Von den Rescheti und was sind die so? Das sind Rescheti, okay. Oh Mann, die sind sesshaft und widerspenstig. Okay. Dafür leben sie lange und begabte Soziologen sind sie. Okay. Alexandria-System. Fleet enhanced. Da haben wir natürlich auch gleich schon wieder Arbeitslose.
Und das Signal geht wieder zum Ende des heutigen Stellaris-Ausflugs. Dann bis zum nächsten Mal. Und wenn euch die Episode gefallen hat oder auch nicht, dann liked dieses Video oder auch nicht und schreibt einen Kommentar oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stellaris Flucht nach vorn. Was ist mit den Menschen heute los? Und tschüss.